Jo Leute, was geht? Heute geht es um schwierige Eltern am Zeugnistag. Vorab möchte ich mich dafür entschuldigen, dass das Video jetzt ein, zwei Tage zu spät kommt, da ich leider letzte Woche komplett krank war und es vorher nicht geschafft habe, das Video zu produzieren und sowas. Fast ganz Deutschland hat ihr Zeugnis bekommen und bei einem sah das vielleicht nicht ganz so gut aus und dadurch waren wahrscheinlich auch die Eltern nicht ganz so glücklich. Und ich habe jetzt einfach mal so ein, zwei Szenen aufgenommen, wie das ungefähr ablaufen könnte, wenn man den Eltern das Zeugnis präsentiert oder denen davon erzählt. Hey, ich bin zu Hause. Heute gab es auch Zeugnisse, oder? Ja, relativ gut, außer eine 5. Wie bitte? Papa, bitte beruhig dich, es ist nur eine 5 in Französisch. Papa, was hast du vor? Ich hatte dieses Jahr zum Glück und mein Zeugnis ist relativ gut ausgefallen, aber den nächsten Satz, den habe ich auf jeden Fall auch schon mal wegen der ein oder anderen schlechten Note gehört. Handy, iPod, Laptop, Kamera und deine Glühbirne hier rein. Wieso meine Glühbirne? Damit du lernst, wie es ist, ohne Elektrizität zu leben. Ja gut, meine Glühbirne musste ich jetzt nicht abgeben, aber wenn man Pech hat, dann kann es im nächsten Fall auch mal etwas, naja, schmutzig werden. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch eine Postbewertung da. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euer Zeugnis ausgefallen ist und wie eure Eltern reagiert haben. Und schreibt mir noch weitere Typen von Eltern zu irgendwelchen anderen Themen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.